Mein Name ist Jochen Steinmetz. Ich bin Fotograf und arbeite mit Fotografien in Heidelberg im Dezernat 16 an der Universität und an ein paar anderen Orten. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht in diesem Corona-Jahr 2020 und in diesem Jahreswechsel zum Jahr 2021. Aber ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt noch gar nie eine Ahnung, was weitergeht. Was so gar nicht stimmt, ich weiß es einfach nicht. Ich wüsste es noch nie. Aber ich habe vielleicht eine Ahnung davon. Und die versuche ich sichtbar zu machen. Mit Fotografie, durch Fotografie und allem drumherum. In Forschung, in Lehre, in kommerziellen Arbeiten und vor allem in Freien. Die sind mir persönlich natürlich am wichtigsten. Diese Stadt ist mir wichtig. Und die Stadt hat viele Gesichter. Oh Gott, was für ein Klischee. Die Stadt, und das sehen wir in Corona so sehr auf, hat so ihre Outskirts und hat vor allem ihre Straßen und ihr Licht. Klar ist Licht das wesentliche Element in Fotografie. Vermutlich das wesentlichste Element überhaupt. Licht als Teilchen, Licht als Welle. Aber, und das fällt mir fast jeden Abend, fast jede Nacht auf, nächtliches Wandern macht nicht blind, nächtliches Wandern macht sehend. Und ein ganz großer Teil davon versuche ich wiederzugeben, habe ich ein Stadtbild versucht wiederzugeben. Habe ich in Postkarten, in Ausstellungen, in der Off-Foto versucht wiederzugeben. Und hängt jetzt, worüber ich mich besonders freue, im Heidelberger Kunstverein. Das war's schon von mir. Happy New Year, everybody. Danke. What came so long before? Names were ever left behind, and who'll find the words for what we will never know?